Ja, schön, dass er wieder eingeschaltet hat. Jetzt zum nächsten Programm kommt. Es ist der feministische Buchclub. Und ich bin schon ganz gespannt, was Melzai und Christina uns dort präsentieren werden. Sie haben einiges im Petto. Und ja, da bin ich gespannt. Und erstmal Applaus, Applaus, Applaus. Ich übergebe das Wort. Ah, danke schön. Ich kann ja schon die 2000 Menschen die Standing Ovations in Saal 1 geben. Und zwar ist das eine Kurzzusammenfassung des Workshops Feministischer Buchclub, den die Hexen, wir sind von den Hexen, seit ungefähr dem Camp 2019 machen. Und zwar reden wir über Bücher und über andere Medien. Und wir nennen es Feministischer Buchclub und dann tragen Menschen Medien vor. Das wird dann sehr interessant und sehr spannend. Die Idee daran ist, dass wir pro Event eine andere Gruppe von Menschen sich zusammentrifft und Medien, Bücher vorschlägt und man dadurch feststellen kann, wo eigentlich gerade der Bedarf ist, gesellschaftliche Themen besser zu verstehen, wo gerade die feministischen Themen inhaltlich gerade stehen, wo die Menschen gerade Lesebedarf und Interesse drin haben. Und das bedeutet, dass der Workshop, der sogenannte feministische Buchclub, gekoppelt ist mit einer Bücherei in der Hexenassembly, virtuell gerade hier, wo man sich eigentlich bei uns dann dazusetzen kann und sich mal eins von den mitgebrachten Büchern rausziehen kann und es mal anlesen kann, um zu entscheiden, was man vielleicht mitnehmen möchte, also was man sich selber holen möchte und wie man sich weiterbilden könnte. Ja, Christina, was für Sorten von Büchern gibt es da eigentlich? Weswegen könnten sie feministisch sein? Genau, also das, was den feministischen Buchclub eben auch ausmacht, ist die Vielfalt an Themen, die in den Buchclub mitgebracht werden, sind nicht immer spezifisch oder dedizierte feministische Themen. Es können auch Belletristik sein, die vielleicht in einem Roman dann spezifisch nochmal auf feministische Themen eingeht oder eben auch Bücher, bei denen man dann beim Lesen festgestellt hat, aha, das ist tatsächlich ein feministisches Thema, was tatsächlich uns in der Gesellschaft bewegt. Das können ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Das sind auch teilweise technische Bücher, die eben auch noch mal ein bisschen den Blick auf marginalisierte Gruppen oder eben auch gerade beim Thema Feminismus dann auch noch mal so ein bisschen die Lappen angehen lassen. Und das Schöne ist, dass Bücher einfach für jeden sind. Das heißt, es ist komplett genderfrei. Niemand sieht, wie ihr das Buch lest. Ihr könnt es unterm Sofa verstecken, und euch da ganz unauffällig weiterbilden. Und irgendwann, vielleicht 1, 2 Jahre später, kommt ihr in eine Situation und dann fällt bei euch der Schalter und ihr denkt so, ach so, deswegen ist das Thema so ein tierisches Problem. Und ihr müsst das Ganze nicht von null auf lernen. Deswegen, Bücher sind sehr wertungsfrei. Sie urteilen nicht über einen, wenn man das Einführungsbuch in Thema XYZ rausgezogen hat. Man kann einfach damit anfangen. Wenn wir anfangen? Wenn wir das erste Schwerpunktthema von unserem Workshop von heute um 6 Uhr nennen? Genau, und zwar das Erste, was wir uns rausgeholt oder was ich mir rausgesucht habe, weil mir der Einstieg sehr schön gefallen hat, ist nämlich ein Buch über die Entwicklung einer jungen Frau in einer fiktiven patriarchalen Gesellschaft. Es ist geschrieben von Karen Köhler und heißt Miroloy und in der Geschichte eben tatsächlich eher aus der, ich sage mal, vielleicht für manche so ein bisschen, wenn das Thema Feminismus aufkommt, eher aus einer weicheren Seite das nochmal zu betrachten und vielleicht auch für sich selbst eine aktuelle Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht man die Rolle der Frau gerade für sich selbst in der Gesellschaft? Und das ohne direkt dann ein Sachbuch zu sein, sondern auch einfach als Belletristik dann ja zum Genuss quasi lesen zu können. Die Person, die das vorgestellt hat, meinte auch, dass man dadurch, in dem auch bestimmte Punkte überzeichnet sind, dass man dadurch eventuell Situationen in unserem realen Leben, in unserem realen Umfeld durchaus nochmal kritischer hinterfragen kann oder aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Das heißt, das ist ganz hilfreich. Wir hatten heute einen zweiten Schwerpunkt, der drehte sich vor allem um Transsein. Und dazu gehört ein Buch, was bei mir eigentlich ja noch auf der Kaufliste steht und ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist von Felicia Ewer, das nennt sich Transfrau Sein.
Und da geht es darum, wie man eigentlich als Transperson in der momentanen Gesellschaft in Deutschland auch von den Systemen her diskriminiert wird, wie man sich zum Beispiel fühlt, wenn man diese medizinpsychologischen Begutachtungen gehen muss und wie cisnormativ manche Feminismen sind. Und dementsprechend ist das natürlich auch für Hexen, die sich mit Feminismus beschäftigen, extrem wichtig, weil manche Sachen merken wir erst, wenn wir uns weiterbilden, nicht wahr? Genau, und gerade in dem Thema, ich finde, da geht dann auch wirklich nochmal richtig schön hervor, dass es eben im Feminismus nicht nur auch dieses eine Thema oder dieses eine Problem, was anzugehen ist, sondern wirklich intersektionell über die Gesellschaft verbreitet ist. Und ich empfinde und vielleicht auch deswegen auch gerade der Schwerpunkt, dass sich der Feminismus auch an der Stelle nochmal neu sortieren muss, dass eben genau diese Punkte eben auch noch ganz wichtig mit aufgenommen werden und es nicht in einem weißen Frauenfeminismus denn noch enden muss. Was die optimale Überleitung zum dritten Schwerpunkt ist, und ich denke, auf dem können wir ein bisschen länger verweilen, und zwar Thema Rassismus. Als Buch, was wir besonders hervorheben wollten, was wir beide auch noch nicht gelesen haben, ist das Buch von Semya Sinsek. Das ist die Tochter von einer Person, die getötet wurde von der NSU. Und die hat ein Buch geschrieben darüber, wie das sich anfühlt, wenn man als Familie verdächtigt wird, dass der Vater getötet wurde. Und in Wirklichkeit war die NSU dahinter. Und wie sich das jetzt im Laufe des Prozesses sich angefühlt hat. Genau, das Buch nennt sich Schmerzliche Heimat von Semya Sinsek. Christina, hast du noch ein Buch über Rassismus, was du erwähnen möchtest? Sonst kann ich ein, zwei weitermachen. Wir sind nämlich schnell. Auf jeden Fall nicht neu, aber immer wieder wichtig zu betonen, das Buch von Noah Soh, Deutschland schwarz-weiß, ist für mich sehr langsam zu lesen gewesen, weil ich sehr viele Momente hatte, wo ich mich selbst nochmal reflektieren musste und nochmal gucken musste, wirklich wie ich mit diesen Themen umgehe oder welche Berührungspunkte ich habe, beziehungsweise wie ich in solchen Situationen überhaupt reagiert habe, weil uns einfach dieser Blickwinkel fehlt, wenn man sich nur auf bestimmte Themen wirklich erstmal, oder was heißt, wir haben genügend Themen, an denen wir sowieso arbeiten müssen im Feminismus, aber eben dann auch nochmal den schwarzen Feminismus nochmal mit reinzukriegen, das ist einfach ein komplett anderer Blickwinkel und wie du auch gesagt hast, ein komplett anderes Paket, mit dem umgegangen werden muss. Und insofern ist das eine totale Empfehlung. Gerade auch im feministischen oder mit dem feministischen Blick wirklich daran zu gehen. Genau, wenn man es ganz theoretisch angehen will oder semi-theoretisch, eher historisch, dann gibt es halt das Buch, was sich auch noch Schwarzer Feminismus nennt. Das sind ein paar Grundlagentexte. Die Editorin ist Natasha Kelly. Die hat ein paar Grundlagentexte der letzten 150 Jahre aus dem afroamerikanischen Feminismus ins Deutsche übersetzen lassen mit anderen Menschen zusammen. Wo klar wird, dass schon 1850 beim ersten feministischen Kongress in den USA von vor allem weißen Frauen, schwarze Frauen da waren und gesagt haben, hört mal, der Stereotyp, gegen den ihr kämpft, dieses Mauerblümchen, bleibt bitte zu Hause und lalala, ist nicht der Stereotyp, mit dem ich das Problem habe, weil ich muss nach der Geburt direkt wieder aufs Feld und plackern bis zum Abwinken. Ich habe ganz andere Probleme als ihr. Und das Buch gibt einem nochmal einen ganzen Bogen. Und ich glaube, man sieht es hier unten ein bisschen rauslucken. Hier ist es. Über historische und jetzt immer noch gültige Argumente und Situationen. Und ich denke, da müssen wir auch noch eine ganze Menge drüber lesen. Und lernen und tun. Mal schauen, was wir tun können, nicht wahr? Genau. Und gerade im Tun,
wenn man sich auch von der technischen Seite eben mit diesen Themen befasst, was halt wirklich marginalisierte Gruppen angeht oder eben auch gerade beim Thema Feminismus, dass das wirklich auch von uns mit in die Technik, mit in die Digitalisierung halt übernommen wird und werden muss und es dafür auch extrem wichtig ist, eben diese Themen anzugehen, sich darüber zu informieren. Es muss auch nicht unbedingt konkret nur das Thema Feminismus sein, aber es wird einem immer wieder begegnen und es ist auch einfach ein Punkt, der auch in allen meinen Büchern da hinten immer wieder vorkommt. Wir haben zum Beispiel das Thema Weapon of Mass Destruction von Cathy O'Neill, was eben zum Beispiel auch die Konsequenzen von den Algorithmen durchleuchtet, gerade wenn man dann nochmal den Bogen dazu spannt, auch was Rassismus und Feminismus angeht, wirklich ja nochmal so ein bisschen zum Nachdenken anregt, aber eben auch um die Wichtigkeit in unsere Gesellschaft wirklich mit reinzubringen, wie du sagst, eben auch wirklich tun, während wir Code schreiben, während wir administrieren, während wir uns um Datenschutz kümmern, wirklich diese ganzen Themen nochmal mit aufzugreifen und eben die Möglichkeit, über die Bücher tatsächlich auch andere Perspektiven zu bekommen. Mir ist da vor kurzem jemand begegnet, der meinte, er könne über einen Datensatz von Gehältern erhoben durch Stack Overflow darauf rückschließen, welches Gehalt im Schnitt von zum Beispiel Frauen bekommen. Und wenn das kein geballter Datensatz ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Genau, also es sind so einige Themen, die wirklich vielleicht, wo wir denken, dass sie im Alltag vielleicht uns nicht so richtig tangieren, aber tatsächlich, also egal, wer zum Beispiel einen Kreditantrag ausfüllen muss und oder das Thema HR wird auch immer wieder präsent. Das haben wir jetzt ja auch festgestellt während der Quarantänephase, wie viel HR sich und Recruiting verändert hat, allein dadurch, dass diese Algorithmen ausgehebelt werden mussten, weil die Prozesse geändert wurden. Und das finde ich immer wieder spannend zu beobachten und finde ich auch total schön, auch dann in der Literatur wiederzufinden, wie zum Beispiel bei Shoshana Zuboff im Überwachungskapitalismus dann nochmal reinzuschauen, zu gucken, was läuft da eigentlich, wie sind da die Mechanismen und inwiefern sind wir eben tatsächlich auch direkt davon betroffen und was können wir jetzt tun, um das anzugehen. Apropos Überwachung, das Gegenteil ist ja unsichtbar sein. Da hatten wir dann noch das Buch Invisible Women oder Unsichtbare Frauen auf Deutsch. Das sieht man hinter Christina auf der, auf der Seite. Wir geben jetzt mal nicht die Richtung an. Was mich immer wieder ärgert, weil ich in Kontakt mit Medizin und Pharmazie bin, ist die geringe Berücksichtigung von vor allem Frauen, die Medikamentenstudien etc. Da gibt es völlig gegenseitige Nebenwirkungen oder Wirkungen. Das Phänomen, dass Viagra zum Beispiel Regelschmerzen wegmacht, aber dafür nicht die Zulassung hat, weil es ist ja kein Massenmarkt. Ist nur eins der absolut krassesten Beispiele für alle Menschen, Männer wie Frauen, die unter Regelschmerzen leiden. Das ist nicht witzig. Also Medikamentenstudien etc., Crash-Test-Dummies, die davon ausgehen, dass man, keine Ahnung, 80, 90 Kilo wiegt. Wer wiegt denn so viel? Und so weiter und so fort. Das ist sehr ärgerlich, das Buch heißt. Das können wir auch empfehlen. Das ist Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Genau. Und tatsächlich auch wirklich sehr schön mit Beispielen. Und was ich total wichtig finde, bei den meisten Büchern hier hinten sind ein riesiger Stapel an Quellenangaben für diejenigen unter euch, die sich dann auch tatsächlich mit den Quellen für die Bücher beschäftigen können, wollen, dürfen, zu zahlreichen peer-reviewed Studien. Und es ist eigentlich das Buch im Buch, nenne ich jetzt mal, weil man dann schön noch weiterlesen kann.
Genau. All diese Bücher sammeln wir bei uns auf der Wiki-Seite, die ihr auch im Britax, im Divac-Britax sehen könnt. Außerdem gibt es einen Blog-Eintrag auf der Hexenseite, hexen.org, über das Projekt Feministische Bibliothek mit der Beschreibung vom Workshop und was da also die Grundlagen und die Ziele sind. Das heißt, ihr könnt den auch einfach selber machen. Und feministische Buchclubs sind nicht für Menschen, die Feministinnen sind. Die sind für alle. Auch für die, die es mehr werden wollen. Und wenn ihr euch noch nicht hintraut, kein Ding, die Wiki-Seite beurteilt euch ebenfalls nicht und schaut euch nicht an, ob ihr das Recht habt, da drauf zu schauen. Dafür ist sie da, sie ist öffentlich verfügbar. Also sucht euch ein paar aus. Da gibt es auch ein paar Fiction, Science-Fiction, Fantasy-Bücher, die auch die große Was wäre, wenn alles anders wäre, Fragen stellen. Das heißt, man muss nicht mit den großen Köln-Büchern anfangen, aber Christina und ich mögen die halt so besonders. Die sind immer wieder schön, aber man kann natürlich auch mit Sibylle Berg so ein bisschen in die Was wäre wenn und dann vielleicht leider doch schon jetzt Realität eintauchen. Da soll es ja bald ein Theaterstück geben. Total. Ich freue mich schon. Ob sie streamen werden? Das wäre zumindest in Anbetracht der aktuellen Situation ja eigentlich sehr schön und außerdem wäre es ja nur konsequent anhand des Inhalts. Tja, und damit denke ich, sind wir am Ende angekommen von unserer momentanen Übersicht. Ihr seht ja, hier gibt es noch ganz viele tolle Bücher. Fangt einfach mal an zu lesen und die Quellen nachzuschauen. Wenn Puppe reden würde. Ah, wunderbar. Ja, dann erstmal einen herzlichen Dank an Christina und Melzai von den Hexen. Was ich besonders toll fand, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, Bücher sind wertungsfrei. Und ich finde, das ist sozusagen, das war so eine Botschaft. Herzlichen Dank. Ihr habt extrem bei mir das Interesse geweckt. Eine Sache werde ich dann erstmal gucken, ob sie im Bekanntenkreis ist, um sie mir auszuleihen und danach vielleicht dann kaufen, falls das keiner hat. Darum herzlichen Dank und vor allem danke auch für das Engagement, dieses Wissen und diese Möglichkeitsraum auch mal anderen Leuten so näher zu bringen. Darum an der Stelle Applaus, 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 Applaus. Ich kann sie hören, ich kann sie hören. Da trampeln die Füße. Da trampeln die Füße. Ja, klar, Standing Ovations, du weißt schon. Wenn Ach da so, ein. ah ja. Sehr schön. Ja, genau, das glaube ich auch darum. Herzlichen Dank. Und wie gesagt, ihr könnt in dieser Wiki-Seite, das ist wirklich ein Quell von tollen Hinweisen auf tolle Bücher, da kann man auch noch mal viel Inspiration gewinnen und vielleicht einfach mal mit einem anfangen und dann gucken, wohin die Reise einen so weht. Ne? Darum an der Stelle vielen Dank und hier geht es dann gleich ja, mit einem anderen weiter und zwar zack, mit einer Bridge zu einem Hackercamp. Da bin ich mal gespannt, was da sein wird und ja, dann bleibt so lange dran und ja, auf Wiedersehen. Ding, 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 ding.